Bälle! Boah, mit Maggie fehlt ja ultra viel. Warum? Ach so. Nee, witzigerweise fehlt mit Maggie ausgerechnet Greed Mode nicht mehr. Wir machen Maggie Hard Mode und haben einen so guten Start, dass wir Boss Rush, Hush, Mega Satan und Delirium machen. Sag ich jetzt mal. Proptosis. Das ist doch schon eher ein Start nach meinem Geschmack. Als großer Fan davon, sich nah an die Gegner dran zu stellen. Natürlich eins meiner Lieblings-Items. Favoriten. Aus den gerade genannten Gründen. Aggressive Spieler, ein absoluter Traum. Kann man machen, ist auch im Boss Rush gut, muss natürlich trotzdem der Rest auch noch fein sein. Aber das ist eine gute Ausgangssituation, wenn man was macht. Ich sag mal, wenn der Boss Rush und so nicht klappt, solange wir at least Mega Satan schaffen, wäre das okay. Erstmal würde ich eine Bombe gerne mitnehmen, um im nächsten Dings dann vielleicht... Oh, zwei Bomben könnte ich sogar gerade gebrauchen. Dass ich gerade richtig sehe. Ouroboros war nix. Yikes. Nein, Ouroboros war es nicht. Nicht in der normalen Item-Kombination. Es gibt eine Kombo, mit der ist das insane, aber nicht so mit Maggie eben. Keine Bomben. Ich kriege echt keine Bomben. Das ist natürlich äußerst sad. Da waren zwei verdammte... Soulstones. Huch, jetzt auf. Oh, Fliegen ist aber schon besser als das Hard, bin ich ganz ehrlich. Ermöglichte mir das irgendwas? Nee, ne? Keine Bomben, ihr enttäuscht mich jetzt wirklich so hart. Ja, wir müssen vernünftig spielen. Fliegen ist eindeutig besser. Nur noch mal ganz kurz gucken. Auch hier kann in der Theorie eine Bombe einfach so liegen. Eine reduzierte Bombe gibt's nicht, aber ein reduziertes Soul Heart. Das ist ein Deal. Spiel, damit kann ich mich arrangieren. Trotzdem zwei Soulstones. Hohe Chance auf ein Small Rock gewesen jetzt, aber... Da machst du nix. Da machst du nix. Ja, aber Fliegen sorgt dafür, dass ich mich tatsächlich noch einfacher, noch näher an die Gegner stellen kann. Da ist der erste, der ist die erste Bombe. Wer braucht da ein Herz? Also, wenn ich es tatsächlich brauche am Ende, dann habe ich den Run ja auch eh nicht verdient. Also von dem her, whatever. Sehr geil wäre jetzt noch, Piercing Tears. Also nur, falls das Spiel wieder zuhören möchte. Piercing Tears. Spektral verlange ich mal nicht, die hatten wir jetzt vorhin erst. Und dann hatten wir diesen unglaublich schrecklichen Run. Also, der war geil, aber der mit dem Charakter war es furchtbar. Immer gefährlich natürlich, die Proptosis-Gameplays. Vor allem, wenn hier mal wieder im Burning Basement alles und jeder explodiert. Okay, chill, chill, chill. Er entzündet es nicht. Du doof. Sehr schön. HP ab. Wir machen keinen Double Deal. Wir brauchen Mega Satan. Wir gucken noch nach einem Itemraum. Ja, Killer. Ich bin auch schon voll am Start. Also. Ich hab's im Hinterkopf. Ob ich es jetzt direkt zur Release spiele, weiß ich nicht. Cost money, aber.
Ich habe auf jeden Fall vor, das zu spielen. Unser letztes Tennisspiel liegt lange zurück mit AO-Tennis. Oh, das ist gefährlich mit Proptosis. Ich mach's trotzdem. Giga gefährlich mit Proptosis. Leck mich am Arsch. Ja, Killer, dann gibt's natürlich eine Revanche, ist doch klar. Oh, Junge. Ja, dass ich mich selber sprenge, ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Call, der riskant ist. Die Wahrscheinlichkeit ist schon... Burning Penny, guck mal, sieht cool aus. Ist schon sehr gegeben, dass das passiert. Aber man muss es trotzdem machen. Best Case... Es fängt an. It begins. Best Case. Unsterblichkeit für Bomben. Schaden. Aber das ist natürlich schon wieder ein Traummodell. Auf das ich jetzt nicht unbedingt warten würde. Eben, no risk, no fun. Und für Fun sind wir hier. Ich meine, im Zweifel dürft ihr nicht vergessen, selbst die ganz kleinen Tränen, die jetzt fast kein Damage mehr machen, also die fast kein Damage machen, haben plötzlich das Potenzial, richtig viel Damage zu machen. Also es hat schon auch sehr nette Vorteile. Sehr vorsichtig spielen. Schlüssel willst du haben. Akzeptiere ich leider nicht. Mensch, eine Pille. Ja, komm. Mensch, Speed down. Welche Überraschung, sie war schlecht. Also, ich bin nicht überrascht. Gut, dass ich so viel Speed habe. Hier zocken wir nicht. Wir gehen hier rein für Tech. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Also in der Theorie klingt das erstmal ultra geil, weil das alles jetzt Feuer-Laser-Tiers sind, die je näher ich dran stehe, desto mehr Damage machen. Und wenn ich weit wegstehe, machen die trotzdem gestackten Feuer-Damage. Das sieht extrem gut aus, by the way. Es fühlt sich auch extrem gut an. Also das ist tausendmal besser als das, was wir vorher hatten. Ultra krass. Also ich find's ultra krass. Ja, okay, bei Bossen merkt man es noch nicht so stark. Range bringt mir natürlich jetzt gar nichts. Ich weiß noch nicht, ob das für einen Boss-Rush jetzt ein gutes Line-Up ist, aber gucken wir mal, ne? Hallo, Xen. Was heißt massiv? Es sind 30% Xen, ne? Das ist schon sehr spürbar. Das kommt also immer ein bisschen auf die Menge an.
So, was kriegen wir hier? Silverflash. Chance to fire a tier that does 1.5 damage. Enemies killed by ring tiers have a high chance to drop half a soul heart. Wow, klingt jetzt nicht verkehrt, ne? Also sagen wir so, Xen, wenn du es ganz genau wissen willst, wenn du jetzt sagen würdest, du willst 100 Euro donaten, dann kommt von den 100 Euro abzüglich der Gebühren ungefähr 95 an. Wenn du das in Subs machst, kommen nur 70 an. Und wir rechnen natürlich jetzt nicht Steuern und so weiter. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Nicht. Ja, das ist natürlich alles falsch. Dann am besten einfach warten, Xen. Läuft ja nicht weg und es ist so gesehen, wenn du nicht explizit der Community einen Wunsch erfüllen möchtest in Form von Gift-Subs, dann ist natürlich eine Donation immer smarter. Weil ich davon mehr habe. Also richtig, Gorgos. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Für Kofi. Sehr vernünftige Seite. Leider gibt solche Seiten immer erst viel zu spät. Sonst hätte man bei Twitch gar nicht erst anfangen müssen. Sozusagen. Ja, nehmen wir Pishi mit. Warum nee? Void? Ja, Void. Aber ich will mein Pferd nicht verlieren. Das Fliegen macht den Run schon echt angenehm. Also, es tut mir leid. Ich meine, die Void funktioniert hier anders, aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das war. Und dann, ich will mein Pferd nicht verlieren, das passt schon. Das stimmt, vielleicht hängt sich die Ko-Fi-Seite nicht auf. Und dann kannst du die Donation auch einfach über Ko-Fi machen. Das spielt keine Rolle, ob du das über Stream Elements oder Ko-Fi machst. Und dann kann ich dir auch ein Bild machen, wenn du möchtest. Wäre mir eine Freude. Oh. Die wollten hier einfach fliegen gespawnt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall war es nicht so wie im Original. Und es war auch irgendwie nicht besonders gut. Meine ich, mich erinnern zu können. Wer lebt hier? Warum geht's nicht weiter? Hä? Oh, jetzt sind wir schon genommen. Das ist ja Quatsch. Also bis auf die Lasergeräusche macht das schon viel Spaß. Changes up a monstrous lung style. Das klingt jetzt aber nicht gut mit meinem Line-Up, ehrlich gesagt. Ich glaube, das riskiere ich mal lieber nicht. Weiß nicht, was genau da passiert. Also Boss Rush wird so definitiv ein Weilchen dauern. Das ist so gegen normale Gegner klasse, aber bei Bossen lässt schon ein bisschen zu wünschen übrig. Nur nicht das Gefühl, dass irgendwie dieser, naja, dieser Explosionseffekt, der kommt nicht mehr wirklich. Ne? Der macht jetzt nur noch Schaden im Laserstrahl drin. Ne? Was ja an sich okay ist. Oh nee, nicht du schon wieder. Du hast mir vorne meinen Run versaut. Aber das Pferd hat gerade schon alleine die Hälfte Damage gemacht. Das ist gut.
Oh mein Gott. Jo, hörst du auch mal auf? Es ist einer der unfairsten Bosse dieses Spiels. Ich gehöre zum Fuck this bullshit. Holy crap. Darren Pride, danke schön für den 30. Boah. Ekelhaft. Also da die Explosion halt nicht mehr kommen, kann ich jetzt auch wieder nah rangehen an den Gegner. Hm? Oh, holy shit. So, das scheint funktioniert zu haben, Xen. Das ist ja allerliebst. Eternal Card, using his card as a 10% of Granny's turn, doesn't work with runes, soulstones. Ja, okay, 10%. Ah, alle Karten dann. Oh, no longer Isaac, Moment, das ist eigentlich okay. Vielen lieben Dank, Xen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist ja toll. Dass wir jetzt auch noch eine Alternative haben. Das ist doch echt schön. So, das nehmen wir mal. Autsch. Scheiß drauf, nehmen wir jetzt schon. So, da wäre der Boss, aber wir haben noch keinen Itemraum. Wir sind schnell. Also das Line-Up ist klasse, 14 Minuten sagt eigentlich alles. Aber ich sage, es ist hauptsächlich gegen normale Gegner gut. Gegen Bosse hat man ja gerade gesehen, so wirklich Value hat es nicht. Oh, ist unnötig. Rosary. I mean... Actually pretty good. Viele Soul Hearts, schnellere Laser. Jetzt vielleicht noch was Vernünftiges im Boss-Rush-Raum und dann könnte man das schon hinkriegen. Oh shit, nicht aufgepasst. Ich brauche halt noch ein Angel Room. Shit, kommt keiner. Okay, was machen wir mit ihr sonst? Das ist egal. Dann gehen wir auf Damage. So, was gibt es? Joyful. Mhm. Soybean ist Schrott. Slick Spade ist Schrott. Mysterious Liquid. Ich weiß nicht, inwieweit das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber ich nehme das, glaube ich, oder? Ich meine, Chance to gain 2x damage for the room when taking damage ist eigentlich schon nicht schlecht. Naja, lass das mal machen. Weil gerade beim Boss Rush werde ich definitiv öfter Schaden nehmen. Und da ist direkt der Effekt da. Easy. So. Oh, das Pferd hat die Insta-killed. Wait, alle? Okay. Bad. Horn. Oh. Das muss ich einfach immer sofort machen. Alter, die sterben ja einzeln. Heißer Scheiß. Pferd broken. Aua. Pferd übel broken. Ja, moin.
War geil, weil nur zwei Aufladungen. Kannst du immer wieder machen. Aha, ich hab ihn erwischt. Geil. Okay, das ist alles in allem gerade ein sehr schönes Line-Up. Oh mein Gott, er kommt auch. Oh, das ist doch ein Witz, ey. Egal, ich krieg die Drecksau schon. Wenn man stirbt, kriegt ihr keinen Damage in der Phase? Das ist ja absurd. Ja, ich wusste schon, ob ich das Pferd behalten will. Ah, Big Horn, okay. Machen wir Big Horn so schnell weg. Ja, ja, das. Nee, nee, das ist ein Mod-Boss, der. Der Reiter. Bam. Ey, es geht so ab. Das ist so geil. Ich dash aber durch die Gegner durch, sind tot. Das ist ja das Beste aller Zeiten, ey. Maggie's Bow, das ging jetzt so schnell, Alter. Ich hab gefühlt mehr Leben als vorher. Warte. Ich will den Fortune Cookie nicht haben, der nervt. Oder? Moment, das ist. Ah, nee. Das ist ein Space-Item, das kannst du komplett knicken. Brauch ich auch nicht. Ey, yo, ey, das geht voll ab. Mega geil. Ich brauche jetzt nur noch bitte einen Schlüssel für Megasatter, dann könnte das ein fantastischer Run werden. Joy, das ist natürlich fantastisch als Backup. Aber ganz ehrlich, das ist doch genau das, wo ich das. Ja, ist natürlich blöd, dass der jetzt da weg war. Nochmal Joy. Geht's aber los. Ja, haben wir ja Joy voll genommen, ne? Alter. Naja, bei Harsh sitzt das Pferd schon, selbst mit nur Name, nicht so geil. Ja, das geben wir auch getrost. Geil, also es hätte fast nichts Besseres passieren können nach Proptosis mit dem Feuerdings, dass wir dann das Ganze in einen Laser verwandeln, weil das diese Selbstsprengung halt komplett verhindert. Sehr, sehr geil. Ja, dann kann ich hier die Joy-Pille auch bei jedem Boss jetzt einfach nutzen. Die wird schon einmal kommen auf dem Weg zum Boss. Spektraler Laser wäre noch hübsch gewesen, aber man will ja nicht gierig sein, ne? Vielleicht reicht aber auch einfach mit dem Pferd durchdashen? Nee, tut's nicht. Oh mein Gott, die Joy-Pille ist so broken. Je näher ich stehe, desto mehr Damage mache ich. Jetzt können wir noch den Mega-Satan-Ding machen. Der Butterfly-Hitbox-Size decrease. Das ist für Harsh tatsächlich fantastisch. So, je näher wir stehen, desto mehr Schaden macht der Laser. Und dann ist es nämlich auch ganz schön schnell vorbei. Devil, ja, da ist die Joy-Pille halt einfach besser. Guck mal, ob wir noch einen Soul-Hut kriegen. Nope. Mensch, das sieht ja ganz schön gut aus. Jetzt bräuchte ich noch nicht mal eine Joy-Pille, aber kommt bestimmt noch eine.
Ah, there we go. Okay. Was ein Krampf. Brauchen wir nichts mehr. Schauen wir hier kurz rein. Nö, nix für uns. Leider falsch. Andere Richtung. Aber wir sind zeitlich. Ja, absolut fantastisch. Sehr, sehr, sehr schneller Run. Kriegen wir schön unter einer halben Stunde fertig. Außer Megasatteln klappt, dann könnte es vielleicht ein bisschen länger dauern. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. What? Hä? Das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr es gesehen? Ich bin mit dem Pferd einfach von Raum zu Raum gedasht. Weil wenn das denn geklärt wird, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich gehöre zum Wolfpack. Hä? Wild, ey. Absolut wild. Terrible, danke schön für 66. Deine Glückszahl. Ja, dann soll es meine heute auch sein. Okay, das war crazy. Das habe ich noch nie gesehen. Stark, okay. Hi. Ist ja schon soweit. Kann man nicht skippen, die Phase. Ganz wenig. What up? Noch ein Holy Room. Okay. Glyph of Balance. Champion enemy drops and room clears rewards become whatever pickup Isaac needs the most. Okay. Ich brauch sonst nichts. So, was gibt es Hübsches noch? Boah, das sieht nicht so gut aus. Monster Manual. Nope. Ah, ja. Das ist schön. Das wäre natürlich geil, wenn wir so Delirium packen, ne? Explosivo ist aber... Oh, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Laser. Scheiß auf, ich liebe Messpoison. Ich lasse Messpoison nie liegen. Metronom. Ghost Baby. Nehmen wir mal Ghost Baby. Well done, der Call mit der Nonnenhaube. Well done. Ich nehme es jetzt nur aus Spaß. Weil der Call sehr nett war. So, je näher wir dran stehen, desto mehr Damage. Ist etwas kompliziert gerade. Aber wir haben ja auch eine kleinere Hitbox, von dem her ist es eigentlich ganz cool. Drück die Joypille, by the way, einfach noch nicht. Hab's nicht nötig. Doch, ich mach's gleich, keine Sorge.
Gott, hör mal auf mit dem ganzen Fliegen, das ist ja nervig. Oh no. Ja, erhöhen mal kurz den Damage ein bisschen. Oh, ich bin nicht schnell genug. Oh, ich bin nicht schnell genug. Mit dem Pferd gefinisht. Purity! Oh, so lange her, ey. So, es wäre eigentlich ganz geil, wenn wir jetzt Delirium machen würden, aber ich will die Mega-Satan tatsächlich eher machen. Vielleicht haben wir Glück und die 50% Chance nach Mega-Satan hittet rein. Ja, mal kurz die Herzen mit und dann passt das. So, dann wollen wir mal. Da war einer unsichtbar. Keine Ahnung, was da passiert ist. Irgendeiner hat sich da losgerissen. Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Erwischt. Naja, egal, wir kriegen Herzen. Das ist okay. Mhm. Gucken wir mal, ob es oben richtig wäre. Ist noch kein No-Brainer. Noch kein gewonnener No-Brainer. Unsichtbare Drecksscheiße, Alter. Uiuiuiuiuiui, okay. So, ich glaube, ich heb mir den Dash für die Fußfaser auf. Die zu skippen. Oh, tatsächlich. Ich hätte jetzt schwören können, das wird eine Fehlzündung sein.
So langsam. Nicht ganz so, wie ich wollte, aber passt schon. Nicht ganz so wie geplant, aber passt schon. Nicht mal die Joy-Pille gedrückt. Whatever. Ja, jetzt haben wir ein bisschen wenig Herzen. War das für Karten? Achso, das zählt als Joy. Ja, verstehe. Okay. Ah, Slayer. Will jetzt bestimmt voll hier, mhm. Aber nur wenn du noch ein Herz hast. Bad trip, baby. So, was gibst du mir? Sigil of Marbus. Damage up, depending on how many health containers Isaac has. Naja. Die Robe ist natürlich sehr nice. Das ist sogar ein HP-Up. Seals mag ich nicht. Und Spirit of the Night wäre Fliegen und Spektraltränen, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Also, Marbus und Robes sind schon verlockend. Ja, mach ich beides. Mach's beides und geh direkt zu Mega-Satan. Weil. Alles andere ist ja Quatsch. Pferd hebe ich mir für die Sündenphase auf. Die schwere Vierer Sündenphase. Nicht perfekt, aber war okay. Oh, bitte dürfen wir Delirium machen. Würde sofort machen. Huch! Wo ist die Framerate hin? Nee, Zora, hier können keine Modbosse kommen. Der ist ganz normal. Der ist unverändert. Mein Gott, das Pferd ist nicht sofort geprockt, als ich gedrückt habe, deswegen das ist gerade total dumm Damage genommen. Oh Gott. Uff. Ich muss das echt nochmal vernünftig spielen.
Unverschämt. Red Baby, aber nie Glück.